Was liegt näher, als einfach mal Burkertheim zu googeln und zu schauen, was da so kommt? Vielleicht seid ihr ja genauso auf meinem Kanal gelandet. In diesem Video möchte ich euch einmal vorstellen, welche online verfügbaren Publikationen und Webseiten meiner Ansicht nach sich lohnen, wenn man sich mit Heim beschäftigen möchte. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Ihr kennt das Problem von YouTube und Google-Algorithmen. Nicht die inhaltlich besten Ergebnisse werden am höchsten gerankt, sondern diejenigen, die am meisten Menschen vorher geklickt, gesehen, geliked, kommentiert haben oder auch gedisliked haben. Ja, auch wenn ihr ein schlechtes Video disliked, erhöht ihr damit sein Rating. Es geht den Algorithmen nur darum, ob ihr die daneben geschaltete Werbung seht. Deswegen, wenn ihr nicht wollt, dass solche Videos Aufmerksamkeit erhalten, einfach ignorieren, nichts tun. Wie immer geht es mir in diesem Kanal um die Originalgedanken von Burkhard Heim. Daher als erstes die wichtigste Originalquelle. Imagomundi.biz, die Seite des Resch-Verlages. Pater Professor Andreas Resch war ein langjähriger Freund und Unterstützer von Heim und hat seine Bücher zu den Elementarstrukturen der Materie und einige weitere Werke publiziert. Der Verlag hat im Jahr 2019 seine Tätigkeit eingestellt und sich dabei entschieden, alle unsere publizierten Werke, die stellen wir online als Download, legal und Public Domain zur Verfügung. Gute Nachricht! Über den Inhalt der Bücher habe ich übrigens in dem Schwestervideo zu den Buchpublikationen schon gesprochen. Professor Andreas Resch wies mich in dem Zusammenhang darauf hin, es liegt jetzt an anderen, Heims Werk fortzusetzen, also in dem Sinne möchte ich euch ermutigen, nutzt diese sehr wertvolle Ressource und verfolgt genau dieses Ziel. Nächste Seite, heim-theory.com. Auf diese Webseite habe ich in anderen Videos schon ein paar Mal hingewiesen. Hier findet ihr wirklich anspruchsvolles und gutes Material. Die Seite wurde ursprünglich gegründet vom sogenannten Arbeitskreis Heimtheorie, der sich nach Heims Tod, der vor allem aus Physikern bestand, die sich nach Heims Tod mit seiner Theorie weiter befasst haben. Unter anderem findet ihr hier ein Skript, in dem die Massenformel bzw. die Elementarteilchentheorie im Stil eines modernen Physiklehrbuches hergeleitet und vorgestellt wird. Es gibt auch eine Tabelle mit den berechneten Massen, vor der eigentlich jeder Teilchenphysiker auf die Knie fallen müsste. Stattdessen werden natürlich lieber weitere Milliarden an Steuergeldern gefordert, damit man im Teilchenbeschleuniger mit einem möglichst großen Knall von der eigenen Ahnungslosigkeit ablenken kann. Es liegt ja nicht daran, dass gutes Material nicht verfügbar wäre, gute Publikationen, aber staatliche Forschungsgelder werden doch allzu oft, wie schon immer, eher in schwarze Löcher geleitet. Eine weitere hervorragende Ressource hier auf dieser Seite ist das Skript zu den Berliner Vorlesungen. Burkhard Heim hielt 1994 eine Vorlesungsreihe an der TU Berlin vor Wissenschaftlern und Studenten. Es ist wahrscheinlich die vollständigste und am leichtesten verständliche Darstellung seiner Theorie, die von ihm selbst je gemacht wurde. Der dritte Download hier ist das Skript Syndrometrische Maximentelezentrik, Teil A und B. Die Syndrometrie ist eigentlich der zentrale Pfeiler von Heims Gedankengebäude. Ihr könnt euch vorstellen, wie anspruchsvoll das ist, aber wenn ihr euch wirklich da mal reinarbeitet, dann könnt ihr von euch behaupten, ich kann mit Heim mitreden. Übrigens ein großes Dankeschön und Anerkennung an Stefan Clemens, der in langer Arbeit das schreibmaschinengeschriebene Skript inklusive aller Formeln in die heute verfügbare computerlesbare Form übertragen hat. Die dritte wichtigste Seite, ngon.de/protosimplex. Diese Seite wird von Olaf Postzech betrieben, der Heim selber noch kennengelernt hat und in den besagten Berliner Vorlesungen saß und sogar deren Manuskript gegen die Thomann-Aufnahmen gegengelesen hat. Vielen Dank dafür an Olaf Postzech und vielen Dank für diese gute Seite. Olaf hat hier eine exzellente Sammlung an Artikeln, Downloads und sogar einigen Videos. Hervorzuheben ist hier vor allem der sogenannte MBB-Vortrag. Den hat Heim vor einem Fachpublikum bei der Firma MBB gehalten, die ihn auch gesponsert hat jahrelang. Und er stellt hier drin die Elementarstrukturen der Materie in komprimierter Form vor. Dieser Vortrag zusammen mit den von Olaf selbst erstellten sogenannten Landkarten sind eine sehr große Hilfe für jeden, der sich tiefer in das Hauptwerk, die Elementarstrukturen, einarbeiten möchte. Klickt euch ein bisschen durch die Seite durch. Hier gibt es für jeden den richtigen Download oder den richtigen Link. Kommen wir zu Ressourcen hier auf YouTube. Es gibt eine ganze Reihe Vorträge und Interviews mit Illo Brandt von Ludwiger, der Heim sehr gut kannte und der die Heimtheorie sehr gut kennt.
Von Ludwigers Hörbuch Das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim wird übrigens nach Entscheidung von Autor und Verlag hier legal auf YouTube hochgeladen. Gegen die illegalen Uploads aus der Vergangenheit laufen derzeit noch die juristischen Anstrengungen, die wieder entfernen zu lassen. Natürlich gibt es dann noch die Kindergarten-Esoteriker, die mit dem Label Heim Werbung machen für ihre Produkte oder ihre Seminare. Das kann man nicht vermeiden. Und natürlich auch den ein oder anderen ideologischen Skeptiker, dessen Selbsterhaltungstrieb anspringt, wenn er mit Inhalten konfrontiert ist, die er emotional und intellektuell nicht verkraften kann. Aber es gibt keinen Grund, warum ich oder ihr darauf eure Zeit verschwenden solltet. Einer der Gründe, warum ich diesen Kanal begonnen habe, ist natürlich der, dass ich den Anteil der guten Inhalte hier auf YouTube über Burkhard Heim erhöhen möchte. Wenn ihr meint, dass ich diesem Anspruch gerecht werde, dann gebt mir doch den Daumen nach oben, schreibt mir Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen in die Kommentare und lasst euch immer gleich per Abo über die neuesten Uploads informieren. Hier auf 6 Dimensionen in Farbe.